Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Ich entschuldige mich nochmal für die letzte Folge, dass ich da so leise war und dass es so... Ne? Ihr wisst Bescheid. Aber, ja. Lass los! Nur über deine Leiche! Über meine Leiche? Und nun Ankerlichten! Mach's gut, du Furie! Ach du Kacke! Was sagst du? Ich sagte, Longbrand! Ich kann dich nicht hören! Der Ballon brennt, du Flachpfeife! Der Ballon brennt! Oh, Kacke! Rufus! Wo ist der hin? Zu den Fackelnmänner! Oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Und wohin gehen wir? Zum Ballon. Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnox. Hallo, ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Alles klar. Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Nein, das klingt falsch. Es ist offensichtlich, dass du dich nicht mit temporaler Grammatik auskennst. Wir brauchen hier mindestens Futur 5. Sowas wie es schon immer gewesen sein wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Okay. Ich glaube, wie es schon immer gewesen wäre, ist korrekt. Fufnex, es muss viel konjunktiver sein. Genau. Immerhin wird es ja nicht mehr so gewesen sein, wie es geworden gewesen wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Es muss, wie es schon immer gewesen sein wird, heißen. Keine Frage. Halt dich da raus, du Zrottel. Wie soll es denn bitte schon immer so gewesen sein werden, wenn es noch nie so gewesen worden wäre? Genau, dann müsste es ja mindestens einmal bereits so gewesen werden, wie es gewesen worden war. Das ist so ein Abfuck. Wie geil, ey. Wie wär's mit... Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Nein, das klingt falsch. Was? Wieso falsch? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Ja. Keine Frage. Wie es geworden worden wäre. So und nicht anders. Ha! Sag ich doch, wie es geworden worden wäre. Sie haben mich für verrückt gehalten, aber ich war nicht verrückt. Ich werde triumphierend grinsen, wenn ich sie nächstes Mal beim Schlafen beobachte. Okay. Morgen gewesen wäre. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Nice. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisen, er ist wieder hier. Wahr. Muss der schon wieder los? Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, erstaunt, Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Okay. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung.
Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lern. Aber... Ich muss drücken. Knopf. Ah! Fuck. Eigentlich wollte ich es nicht. Das ist doch... Elysium. Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass man hiermit das Reiseziel einstellt und nicht das Ziel für die Tachyon-Torpedos. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Okay. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich. Ich rate. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Nein, volle Kraft zurück. Ups, das war nur die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Ja. Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Alles klar. Okay, erstmal gucken, ob wir irgendwo einen Hut haben oder so. Nee, sah gerade ein bisschen so aus, ne? Ich sehe keinen Hut. Seht ihr einen Hut? Ich sehe keinen Hut. Knopf. Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Nein. Aha, diese Tür ist eine Spaltbreit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Diese... Ach komm schon, Rufus. Nee, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Hallo? Jemand zu Hause? Eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sei mal ruhig. Hörst du das auch? Nein, ich höre nichts. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Okay, Rufus, das ist nice. Hast du wahrscheinlich auch gehört? Hier ist ja niemand! Niemand! Sein Gesicht. Das sieht nicht so gut aus. Und es ist laut. Oh Gott. Nein, das stimmt doch nicht. Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Jetzt. Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen.
Das könnten wir hinkriegen. Eislift. Erstmal gucken. Hut. Hut. Irgendwo Hut. Kein Hut. Wie jetzt? Kein Strom zurück? Okay, kein Strom. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Das könnte auch sein. Rohrstange. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Ach, oh. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Chill. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enten lose aus dem Arm baumeln. Bäh. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Vielleicht ein bisschen. Irgendwie muss ich mich mal richtig hinsetzen hier. Tun Sie schon was? Nein, wieso? Okay, Stange. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Okay, dann denke ich mal, brauchen wir das Rohr, um die Tür hier aufzukriegen. Was macht My Chronicle da? Zwecklos. Er will den Spielverderber spielen. Aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Okay. Nice. Na toll. Außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Was haben wir denn da alles? Ich sehe nichts. Paintball Gun? Cool. Hauptsicherung. Was zum... Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Hier gibt es lustige Luftballons zu gewinnen. Ballons? Also mit so einem Kinderkram. Also Moment mal. Sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu. Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, Sie kriegen vor Staunen den Mund zu. So. Muss mich einmal kurz strecken. Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Ja. Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Brauche keine Alben. Boah, das Ding geht mir jetzt schon auf den Piss, ne? Die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Oh, die Stimme von ihm, ey. Ha. Hä? Da ist ja gar keine Munition drin. Was für ein Spiel... Okay, ich weiß schon, was wir brauchen. Schoko-Eis? Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, ich meine. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Okay. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Oh. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Kick. Immer noch. Ich bin uns. Das. Okay, müssen wir ihm irgendwie vielleicht einen Feuerlöscher oder so runtergeben?
Oder irgendwie sowas, ist ein, irgendwie sowas in der Art. Hauptsicherung, ja. Ach, man kann hier auch noch lang gehen. Achso. Du, Macronicle. Hm? Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell. Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Schaffen wir. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwenden. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch. Nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Ja, im Prinzip ja. Du hast nicht zufällig Torte dabei, oder? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau können wir dann ja noch sehen? Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ein Temporalphysikerwitz. Verstehe ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Elysianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, du bohrst nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber, nein, der Deal war... Deal ist Deal. Denk an den Deal. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Ja gut. Ich suche einen Feuerlöscher. Hast du irgendwas in Brand gesteckt? Würdest du mich kennen, wüsstest du, dass das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ich glaube, ich habe vorhin einen gesehen. Schau doch bitte selber, ja? Ich bin hier mitten in einer Sache. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Oh Mann, Rufus, ey. Klappe. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Puh. Perfekt. Verdammt, ich komm nicht ran. Mit dem Rohr vielleicht? Ich behalte die Sachen lieber bei... Sie sind integral... Als ob. Verdammt. Macronicle. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ne? Okay. Feuerlöscher? Möglicherweise? Weiß man nicht. Tatü, tata, Rettung ist nahe. Das am Ende gar kein Feuerlöscher. Dabei war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Ha. Weg mit dem Dreck. Da oben nutzt er mir wenig. Stange? Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der... Paintball? Ohne Munition ist das... Okay. Ans Rohr. Aua! Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil suche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ganz schön wackelig hier. Ein bisschen. Okay, und jetzt? Ne, das macht ja keinen Sinn.
Und jetzt? Wir haben hier jetzt nichts mehr. Aus den Elysianer. Wollen Sie vielleicht doch nochmal die andere Matratze ausprobieren? Sprich mit der Hand. Ach doch, da. So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Wo ist denn hier die Lücke? Hier ist eine Lücke. Das sieht man nicht mal.